Moin Moin und damit willkommen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere es mitbekommen von euch. Ich war die letzten paar Wochen und Monate nicht zu Hause seit dem quasi 4.1.2021. Also jetzt 5 Monate, genau. Da war ich nicht zu Hause. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja. Und ich habe in der Zeit ja, einfach mal ein bisschen das Geld, was ich verdient habe, dann auch investiert und zwar wieder zurück ins Hobby. So muss das sein. Und hier stapeln sich ein paar Pakete, Päckchen. Und ich dachte mir einfach, wenn ihr Bock habt auf so einen Einkaufshaul, so heißt das, glaube ich, oder so ein Unboxing, dann bleibt dran. Geht um Tabletop und Bücher, Warhammer 40k. Pen and Paper ist noch nicht dabei. Ich habe zwar jetzt auch zwei Kickstarter oder Start Next Kampagnen habe ich mitgemacht. Zum einen Pegasus mit den Nyarlathotep Kampagnen, da habe ich mitgemacht und Lex Arcana vom Uhrwerk. Das sind so die beiden Kampagnen, die ich jetzt das erste Mal unterstützt habe. Das waren meine ersten Kickstarter-Sachen. Sonst bin ich überhaupt gar kein Freund davon, irgendetwas zu kickstarten. Aus Gründen, die, ja, ich glaube, mehrfach schon in verschiedensten Foren dargelegt worden sind. Und deswegen war das jetzt das erste Mal. Aber das muss so sein. Gut, ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt zu gucken, was ich so für euch dabei habe, was ich jetzt so gleich unboxe, dann bleibt dran. Wenn es euch nicht interessiert, dann macht wieder aus. Schauen wir mal rein. Bis gleich. So, mein kleiner Tisch, den ich hier aufgebaut habe. Jetzt sitze ich gerade in der Diele. Also nicht im Wohnzimmer oder sowas, sondern, ich weiß nicht, kennt ihr eine Diele? Ich fange mal mit dem größten Paket an. Das ist nur indirekt was mit Pen and Paper bzw. Games Workshop und dergleichen mehr. Wenn ihr Glück habt, springt gleich mal eine Katze ins Bild. Schauen wir mal. Hast du Lust, mit dem Video zu sein? Das ist nur indirekt ein bisschen was. Bei den anderen Paketen weiß ich auch gar nicht so sehr, was drin ist, aber hier kann ich es mir denken, weil dieses Paket ein bisschen größer ist. Hallo? Na du? Meine kleine norwegische, eine von meinen beiden kleinen norwegischen Waldkatzen. Amy und Balu. Balu ist der Dicke, Amy ist die Kleine. Kann ich euch gleich mal auch noch für den gewissen Cat-Content abfilmen. Das gibt es, wenn ihr dranbleibt, gibt es das als Belohnung. Hallo? Amy. Aber sie ist eine gut erzogene Katze und springt nicht auf den Tisch. Genau, also das hier weniger Content Pen and Paper, sondern eine Box, einfach eine Transportbox, wo ich jetzt gleich die ganzen Sachen reinpacke, weil ich, nachdem ich jetzt die letzten 4, 5 Monate nicht so sehr zu Hause war, auch die nächsten paar Wochen und Monate nicht so sehr zu Hause bin, sondern mal wieder beruflich unterwegs. Und da lässt es sich alles wesentlich einfacher transportieren, wenn man eine Box hat. So, was habe ich noch? Neue Pinsel. Könnt ihr die sehen? Ja, könnt ihr sehen. Das heißt, ich habe zwar noch Pinsel, aber gerade die kleinen kann man immer mal gut gebrauchen. Da habe ich mir also noch Nachschub bestellt. Das war die kleine Box. Damit fange ich an oder habe ich angefangen. Dann kann ich das da auch gleich nach und nach alles reinsortieren. Und während ich das nächste Päckchen aufmache, ja, vielleicht das Schneiden hier, den Schneideprozess könnte man sonst auch vorspulen. Schauen wir mal, wie schnell ich so bin. Dann werdet ihr sehen, wenn der Modus zum schneller Laufen läuft. Genau, das ist jetzt ein Paket, was aus England gekommen ist. Gerade eben erst. Gerade eben aus England gekommen. Und zwar habe ich mir Warhammer 40k mit dem Codex der Death Guard besorgt. Leider das neue Logo. Ich finde das neue Logo überhaupt nicht schick. Alles soll verfaulen, genau. Ich hatte gerade eben nochmal, musste ich gucken.
Aber das ist das deutsche Buch. Dieses Buch enthält ganz viel tragische Geschichte vom Fall der Death Guard in die Knechtschaft des Seuchengottes. Falls ihr noch nicht reingeschaut habt, bei Spotify könnt ihr auf alle Fälle die 30K-Romane euch anhören lassen. Und Teil 3 von Ravenor, Dan Abnett, das ist der Inquisitor, ausgebildet von Eisenhorn. Und ja, da bin ich mit Teil 1 und 2 durch. Das ist jetzt der dritte Teil der Ravenor-Trilogie. Und wer Ravenor sagt, der muss auch Becquen sagen. Büße ist dann der... Oh, du siehst, das ist der zweite Teil. Wo ist denn der nächste Teil? Pariah, da ist er. Pariah. Teil 1 und Teil 2. Teil 1, Teil 2. Büßer, Becquen, Pariah. Denn auch die ist von Eisenhorn ausgebildet worden. Ich weiß nicht, ob sie Inquisitorin ist. Hier auf dem Bild sieht es zumindest aus, als ob sie Inquisitorin-Rosette, ein Rosarius hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie spielte dann ja irgendwann keine Rolle mehr oder keine so große Rolle mehr. Ich glaube, sie ist ins Koma gefallen. Müsste ich mir nochmal angucken. Dunkle Ernte, Josh Reynolds, das ist ein Warhammer Horror. Genau, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die, das ist eine neue Sparte bei Games Workshop oder bei der Black Library. Grauwasserfeste. Also es sieht so aus, als ob das Warhammer Fantasy ist und nicht 40k. Aber ich hatte auf alle Fälle mal Bock auf wieder so ein richtig gutes Horrorbuch. Und ich weiß nicht genau, ob das was taugt. Ihr werdet es auf alle Fälle dann sehen und hören, wenn ich mich dann damit befasse. Die Todgeweihten, Straflegion 13, Teil 1. Also ein paar neue Buchreihen, die ich jetzt anfange. Muss man mal schauen, was ist das denn hier? Achso, Pinsel, ja genau. Dann habe ich hier noch mir einen neuen Layer besorgt. Kann man das erkennen? Ich lese es kurz mal vor. Layer Wild Rider Red. Das ist so ein helles Orange und ein schönes. Das tue ich dann zu meinen Farbsachen. Und hier sind noch zwei Pinsel drin. Die, ja, komm, ich hole sie einmal raus. So, kurzer Schnitt. Hier ist gerade die Sicherung rausgeflogen. Keine Ahnung warum. Das heißt, das Licht war einmal kurz weg. Genau, zwei kleine Pinsel nochmal. Was ist das? Layer. Kann man das erkennen? Nee. Einfach kleine Pinsel, die dann auch zu meinem Pinselzeugs gehören werden. Machen wir weiter. Ich mache mal gerade dieses kleine Paket auf. Da müssten auch eigentlich nur Farben drin sein. Ist leider ein bisschen blöd, dass das alles einzeln verpackt worden ist. Und zwar noch mehr Farbe. Schauen wir mal, was das ist. Base Retribution Armor. Dann haben wir hier Layer Auric Armor Gold. Und wir haben Ushabti Bone. Keine Ahnung, was die Ushabti sind. So stark bin ich nicht mit meiner Warhammer Lore. Und der Warpstone Glow für... Ja, das ist kein Technical. Technical habe ich ein anderes. Das ist das Soulstone Glow. Warpstone ist einfach ein schönes, sattes Grün. Den anderen Roman packe ich hier mal rein. Das war nur eine kleine Box. Das müsste... Genau, kann man hier schon an dem Gefahrsymbol erkennen. Das ist eine Gefahrentafel für... brennbare beziehungsweise ganz generell für Gefahrgut, aber weil das in kleinsten Mengen abgeführt wird, kann man das eben auch so transportieren. Army Painter Weiß, genau, White, für meine neuen Minis. Was das für Minis sind, zeige ich euch gleich. Ich habe zwar noch ein bisschen, aber meine weiße Farbe ist tatsächlich bald alle. Boah, ist das euer Ernst? Warum schickt ihr mir so ein Karton einfach nur mit Fire Dragon Bright.
neues Orange. Also, ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ein großes Kartonage-Zeugs war. Kauft immer am besten im Laden, Freunde. Immer im Laden kaufen. Das ist jetzt in Corona-Zeiten leider nicht so gut möglich. Deswegen bin ich jetzt auch ausgewichen. Sonst hätte ich extra nochmal nach Hamburg fahren müssen, um zu shoppen. Aber das war mir wegen Corona jetzt auch leider nicht möglich. So, was haben wir hier drin? Sorry, der letzte Pot auf Lager. Shade. Das ist Agrax Earth Shade Gloss. Ach so, weil hier oben der Shade in die reingelaufen ist. Ja, nee, kein Problem. Nehme ich auch so. Shade ist Shade. Solange der jetzt nicht ausläuft und den Karton verballert, alles gut. Und ich habe mir Würfel gekauft. Death Watch Dice. Da könnt ihr es auch sehen. 2, 3, 4, 5. Sollte, glaube ich, klar sein. Die sind dann nicht anders. Aber die 1, der Totenkopf und das Inquisitoren-Symbol. Death Watch ist ja so ein Inquisitions... Inquisitions-Base, Astartes-Legion-Zeugs. Also die Deathwatch operiert im Auftrage des Ordo Xenos. Und ich bin zwar nicht so der große Freund von der Deathwatch, sehr wohl aber von den Inquisitoren. So. Das sind dann meine Minis, zumindest Teil 1 von denjenigen, die ich bemalen werde. Mark III Space Marines. Die Rüstungen sind uralt, das kann man dann auch an den Helmen erkennen. Ist jetzt neu aufgelegt, neu detailliert, aber die Helme sind einfach anders. Und das ist dann die Rüstung zu Zeiten der Horus Heresy, also 30k. Und damit werde ich dann meine Obsidian Scorpions bemalen. Das ist ein Orden, den habe ich... Die Katzen rasten gerade aus, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist ein Orden, den habe ich mir gemeinsam mit einem der Quellenbücher zur Deathwatch gebaut. Da konnte man dann eigene Orden basteln. Und... Ja, wer sich für den Orden interessiert, das ist ein rot-schwarze Bemalung der Rüstung. Das heißt, ich werde sie nicht in blau machen, sondern rot-schwarz oder schwarz-rot, das weiß ich noch nicht genau. Und zwar ist das ein Unterorden der Imperial Fists, sprich die Belagerungsexperten. Und das letzte, ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt schon geht. Ich hätte gedacht, ich baue länger. Ich packe länger aus. Die Combat Patrol. Und zwar der Death Guard. Combat Patrol, der Death Guard. Dafür dann auch der Codex. Denn ich bin von den abgefallenen Marines, die Verräterorden, die Verräterlegion, bin ich ein sehr großer Freund von der Death Guard. Und auch von der Alpha Legion. Ich meine, wer mag die Alpha Legion nicht? Ich glaube, da gibt es wenige, die die nicht mögen. Ja, und das war jetzt so mein kleiner Einkauf. Über die letzten 4-5 Monate verteilt. Viele Bücher und zweimal Miniaturen, einmal Würfel und ein bisschen Farbe, ein bisschen Pinsel. Damit kann ich auf alle Fälle die nächsten paar Warhammering-Monate starten. Ich werde euch auf alle Fälle berichten. Wenn ihr Bock habt auf weitere Painting-Videos, dann sagt Bescheid. Dann mache ich das auf alle Fälle wieder mit Kamera, wenn ihr wollt. Und dann mache ich wieder den Schnelllauf rein. Ja, wenn das jetzt hier so passig in der Box rumliegt. Ich habe auf alle Fälle wieder richtig Bock zu malen. Und wenn ihr wollt, seid mit dabei. Gut. Das war es soweit von mir. Kleines Auspack-Unboxing-Video. Ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Mehr wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Wir sehen uns bis dahin. Wenn ihr mehr wollt, sagt Bescheid. Bis dann, ciao.